Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich stehe hier unmittelbar am Fuße dieses gewaltigen Aquädukts in Liesing. Von hier oben, also da ist so ein kleines Plateau, hat man einen hervorragenden Ausblick, eher so Richtung Westen von Liesing, Kalksburg raus. Und in diese Richtung geht es dann nach Berchtelsdorf. Und der Damm hier ist auch schon gewaltig. Ich würde gern das Aquädukt seitlich zeigen, aber ich glaube, da würde ich runterstolpern. Hier haben wir eine U-Bahn-Station. Das ist Haltestelle Nummer 48. Ich vermute mal, da wird so eine Art, ja, da ist so ein Wasserspeicher. Das wird so eine Art Pumpenhaus oder Hauptwasserhahn sein, wie üblich. Bei dem Schloss ist natürlich keine Chance. Da geht es hinunter in die U-Bahn-Station. Hier haben wir so 12, 13 Stufen. Ich habe es nicht gezählt. Genau. Das hier ist der aufgeschüttete Damm. Und hier entlang sehen wir dann die zahlreichen Bögen dieses gewaltigen Aquäduktes. Ich habe gar nicht gezählt, wie viele es sind, aber es sind richtig viele. Also da hat sich schon einiges abgespielt beim Bau dieses Meisterwerkes, weil es schaut wie eine Kathedrale seitlich aus, aber es ist eine sehr große. Beeindruckend, was da früher geleistet wurde. Und vermutlicherweise alles nach dem Krieg wieder aufgebaut. So, hier ist dieses Wasserhäuschen. Aha, da unten ist die Tiefgarage für Mopeds. Fuck. Zack. Keine Ahnung, was da steht. Ende.